Was ist denn, Gudl Hargut, sagst du noch einmal? Gleich wird der Flori mit den Gästen da sein und du bist noch nicht einmal mit der Putzerei fertig. Ja, ich komm ja auch nichts reißen. Du warst da nicht so einfach rein, gell? Ja, du kannst ja schon längst fertig sein, ne? Was willst du mit dem vollen Papier? Das gehört zum guten Ton. Das gehört aufs Häusl. Das ist ein super weiches Papier, da wär's spitzen, mein Lieber. So eine Verschwendung. Also, ob eine Zeitung nicht auch gut genug war. Der Flori hat gesagt, dass der das Der Flori hat gesagt. Demnächst sagt er, du sollst die aufhängen, dann tust du es auch. Ich weiß nicht, was du die letzte Zeit gegen den Flori hast. Der ist sehr wichtig für uns. Der ist schließlich und endlich, und das darfst du nicht vergessen, der Leiter unseres hiesigen Fremdenverkehrsbüros, gell? Und er hat uns versprochen, dass er uns laufend Gäste schickt. Ja, als ob wir nicht schon genug Arbeit hätten. Das bisschen Arbeit mehr oder weniger kommt's auch nicht drauf an. Der Flori hat gesagt, dass die Sommergäste die wichtigsten Hausbewohner sind, weil sie an Tiere da reinbringen, ne? Der Flori hat gesagt, ich konnte schon nicht mehr hören. Mir ist wurscht, was der sagt. Wegen dem reiß ich mir keinen Haxen aus, dass du es nur weißt. Du, gell? Wenn die Gäste da sind, dann tust du nicht so ordinär schnitzen. Was kriegen denn die für einen Eindruck von uns? Und überhaupt will ich haben, dass du dich ein bisschen anständig anziehst, dass du nicht so geschlampert umeinander laufst wie eine Wiederhex. Wenn ich arbeite, kann ich nicht im Sonntagsgewand umeinander sausen. Der Flori hat auch gesagt, dass du geschlampert bist und dass du ein bisschen auf dich schauen sollst. Der kann mir einen Buckel runterrutschen, das kannst du ihm sagen. Also, Gundel, ich bin jetzt fertig. Halt, daher. Sind die Zimmer in Ordnung? Jawohl, Papa. Die Betten frisch überzogen? Ja, Papa. Die Botschamperl in den Nachtkastel drin? Ja, Papa. Gut, dann ziehst du jetzt um und schau, dass bei der Kiff die ja, Gäste ja da sein. Was wollt ihr jetzt hier? Als Papier aufs Häusl bringen. Ja, das Papier aufs Häusl bringen, richtig. Und du schaust, dass du fertig wirst. Und dann werden noch ein paar Fliegenfänger aufgehängt. Bis ich zurück bin, ist alles fix und fertig. Das merkst du. Du wieder Hex, du Kreisliche. Wegen fremde Leute das ganze Haus auf den Kopf stellen. Nur weil der Stingelmeier Zimmer für seine Fremden braucht. Geschafft, lieber der. Aber mir imponiert er nicht. Mir nicht. Na, das hätte ich ja bald vergessen. Mein Koppel hat eine Aufregung, die Fremden, die Mama. Was ist denn? Es freut mich gar nicht. Ja, mich auch nicht. Aber du kennst doch einen Papa. Wenn sich der was einbildet, dann muss gemacht werden. Ja, und wer ist schuld? Der Stingelmeier, der Bazi, der. Um Gottes Willen, sag das bloß nicht so laut, sonst ist Feierabend doch. Der Papa meint halt, dass wir da was verdienen. Und Geld können wir immer brauchen. Jetzt schick die Ente, komm, Gundel die weiter. Servus, Gundel. Bist fertig. Die Gäste kommen bald. Ja. Steh bleiben, gell? Was? Da. Latsch dir deine Haxen ab. Ach so. Ja, da steht ja immer nur alles kreuz und quer durcheinander. Ja, bist du nicht bald fertig? Ich beeile mich eh schon. Sind die Gäste schon unterwegs? Ja, der Bus ist vorhin angekommen. Jetzt sitzen sie in der Post und warten auf die Quartierverteilung. Wo ist denn dein Vater? Gerade raus. Er soll runtergehen und Koffer tragen helfen. Sag's ihm halt. Hey, was bist denn so grantig? Passt da vielleicht nicht, dass ich euch Gäste herbringe? Wegen mir hast du schon keine Zimmer gekriegt. Ich pfeife auf die fremden Leute. Wir haben Arbeit gehabt, nur. Geh, schimpf nicht immer so rum. Die Zimmervermieterei bringt heutzutage mehr ein wie die ganze Landwirtschaft. Jeder halbwegs gescheite Bauer stellt sich heutzutage auf die Fremdenbetrieb um. Ja, dein Vater hat schon nichts Schlechtes getan, dass er auf mich gehört und drei Zimmer freigemacht hat. Also reden kannst du wie ein Advokat, das muss man da lassen. Tja, deswegen hat mich ja auch der Gemeinderat zum Leiter vom Fremdenverkehrsbüro gewählt. Und du, Gundl, du wirst mir eines Tages auch noch dafür dankbar sein. Du, der Bürgermeister! Steh bleiben, gell? Also wenn du deine Gäste so anblärst, dann wirst du einen Ärger kriegen. Ach, der wird so nicht ausbleiben. Ach, Schmarrn, ich bringe euch nur das Beste vom Besten. Zwei nette Damen aus Norddeutschland. Die eine, die Jüngere, die ist, ja. Ja, und die andere, die ist schon ein bisschen übertragen. Ja. Und ein Ingenieur aus München. Vielleicht gefällt er dir. Mir interessieren keine Ingenieur. Ja, so wie du jetzt rumrennst, wirst du auch wenig Eindruck auf ihn machen. Ich sag einmal, Gudl. Sag einmal, fällt dir das selber nicht manchmal auf, dass du so geschlampert rumrennst? Ja, ich meine, ich kenne dich ja nicht anders. Nur immer dreckert, in den ausgeklatschten Gummistiefeln und in den scheußlichen Gewand.
Ich kann nicht so geschniegelt und gestriegelt rumlaufen wie der Herr Florian Stingelmeier. Ja, das gehört mit zu meinem Beruf. Ja. Und rumpassieren mit die Frauenzimmer wohl auch, oder? Hey, was soll denn das jetzt wieder heißen? Du verstehst mich schon. Die Gaudi gefällt dir schon narrisch gut. Ja? Jeden Tag ein anderes Frauenzimmer. Jede Nacht was anderes los. Ja, mal drüben im Tirolerischen, mal drüben in Salzburg im Peterskeller. Den ganzen Sommer durch. Ja. Und wenn dann leider, leider die Saison vorbei ist, dann kommt der Stingelmeier zu den Dachsenbergers. Da geht's also aber nicht bis 5 Uhr sein kann. Ja, Gundl, was fällt dir denn ein? Was fällt dir denn ein, mich so zu beleidigen? Die Wahrheit ist die reine Wahrheit. Ein Saisongockel bist, der sie nicht schaut, der sie vor einer handfesten Arbeit scheit wie Katz vor dem Wasser. Jetzt bist du aber stark, hast du gehört? Fällt mir ja gar nicht ein. Ich muss dir endlich mal sagen, was ich über dich denke. In meinen Augen bist du ein ganz windiger Kerl, der die Bauern die Zimmer abschwarzt, nur so fremde Leute zu gefallen. Ja, sag noch mal, Gundl. Ja, was ist denn in dich reingefahren? Das ist ja die reinste Majestätsbeleidigung. Es muss dir endlich mal einer ins Gesicht sagen, was für einer du bist. Ich hab keine Angst, dass du die Gäste woanders hinschickst. Ich pfeife auf die fremden Leute. Und wenn du dich im Herbst, wenn's wieder Start und Fahrt ist im Dorf, wenn du dich noch ein einziges Mal unterstehen sollst, auf unseren Hof zu kommen, um ein Papa sein Most wegzudringen. Und wenn du dich noch ein einziges Mal unterstehen sollst, an mein Kammerfenster zu kommen, nachher leicht in der Horn, dass der Herrn uns hängen vergeht. So, jetzt ist mir wohler. Jetzt ist das raus, was mir die ganze Zeit erdrückt hat. Freust mich über die Ding. Du, sei so ein Gockel, du! Ja, die muss narrische Schwammerl gegessen haben. Ja, wo geht man denn da rein? Um Gottes Willen, die kommen! Die Fremden kommen, um Gottes Willen, alles! Gundl, wo seid's denn? Die Fremden kommen! Marianne, Gundl, sie sind da! Gott sei Dank, dass du da bist, Flori. Mir steht der Angstschweiß auf der Stirn. Ich nur nicht aus der Ruhe kommen, Dachsenberger. Ist alles in Ordnung? Wo sind denn die Flirnfinger? Ja, wo sind denn die Flirnfinger? Grätzgrutzi-Wutzi, hab ich nicht gesagt, da kommt Flirnfinger hin. Malafütz noch einmal. Das sind doch nur drei Leidl. Brauchst du dich doch deswegen nicht aufregen. Wer regt sich auf? Niemand regt sich auf. Schau mir an, Flori, bin ich gescheit angezogen? Ja, so gut, also es ist alles in Ordnung, ja. Aber was soll ich denn sagen, wenn's reinkommen? Ja, begrüßen darfst du es halt recht freundlich. Du musst ja eine Hand auch geben. Ja, das wird schon nicht schaden. Danke sehr, meine Herrschaften, hereinspaziert. Willkommen auf dem Dachsenberg. Ach, nee, ach, wie gemütlich. Eine echte Bauernstube, die Spitze. Ach, und Sie sind sicher der Bauer, ja, was? Ja, ich bin so frei. Ich kenne Sie halt wie den Vogelsang. Ein Preischen? Na klar doch. Grüß Gott beieinander, ich bin der Alois Dachsenberger, gell? Und das da, das ist das Fräulein. Wie war doch gleich ein Name? Ingeborg Grotius, Herr Stingelmeier. Stimmt, mein Bier. Habe ich das nur vergessen können. Also, Dachsenberger, das ist das Fräulein, Ingeborg Grotius. Ja, das ist ja noch gut gefreut, mein Freund. Und das da, das ist der Herr Gustl Berger, Ingenieur aus München. Na, was sagst du jetzt, Dachsenberger? Was, ein echter Münchner? Ein waschechter sogar. Grüß Gott, Herr Dachsenberger. Das ist ja noch gut. Ich hab mir nämlich sagen lassen, dass die Münchner langsam aussterben. Ein paar sind schon noch da, Herr Dachsenberger, ja. Es ist nett von Ihnen, dass Sie in Bayern Ihren Urlaub verbringen, Herr Ingenieur. Ja, aber freilich. Warum sollte ich denn ins Ausland fahren, wo es doch bei uns viel schöner ist? Genau, ja. Habe ich nicht recht, Fräulein Grotius? Natürlich. Übrigens, vielen Dank, Herr Berger, dass Sie meinen Koffer getragen haben. Das war doch selbstverständlich, Fräulein Grotius. Kann ich jetzt mein Zimmer sehen? Na ja, Fräulein. Oh, Gott, schon, was ist denn an den Frauen? Was ist? Welch herrliche Aussicht! Für welchen Panorama! Ne, Kinder, kiek doch mal! Und diese Luft, ne? Oh, einfach! Ja, schnaufen so viel, wie es wollen. Von der Luft haben wir ganze Meter da heraus, ja. Und billig, sag ich Ihnen, ganz billig. Ja, so, meine Herrschaften, und jetzt wollen wir die Zimmer besichtigen. Ja. Dachsenberger, nimm die Koffer und trag's auf. Ja, ich mache mal. Also, Herr Stingelmeier, ich bin restlos begeistert. Also, am liebsten würde ich sofort auf Ihnen der Berge steigen und die Gipfel bestürmen. Sie, wenn Sie einen Bergführer brauchen, da steht einer, ein ganz berühmter Sohn. Nee, was Sie nicht sagen. Das ist ja auch affengeil. Sag einmal, du spinnst du ein wenig, hä?
Seit 20 Jahren bin ich auf keinem Berg mehr gewesen. Ja, dann wäre es höchste Zeit, dass du wieder mal aufkommst. Und Sie, Fräulein Grotius, sind Sie auch zufrieden? Natürlich. Aber was habe ich denn für ein Zimmer? Mit Südbalkon und Bergblick. Herr Stingelmeier, ja? Wenn es erlauben, darf man dann die Zimmer sehen? Aber freilich. Ja, wo sind denn deine Weiber zum Teufel? Ja, wo sind die? Werden gleich da sein. Da schauen wir schnell, dass die da sind. Marianne! Das ist meine Alte. Gott, das ist meine Tochter. Daher, masch, masch, Koffern aufdrum. Bin schon da. Weiter, Koffern aufdrum. Das ist meine Alte, gell? Aber Sie sind sicher die Bäuerin, wa? Ja, ich bin so frei, wenn's erlaubt ist. Ja. Die Käsebrogel sank. Freut mich, ja. Grüß Gott, Grüß. Wo ist denn deine Tochter, Dachsenbergerin? Die ist im Stall noch. Herrschaftszeiten, muss der Trampel ausgerechnet jetzt im Stall rumwerkeln, wo die Gäste da sind. Also sie hat gesagt, die fremden Leute können ihr gestohlen bleiben. Da geh ich aus und der schmieren. Halt. Du bleibst da, gell? Ist was los, Herr Stingelmeier? Aber nein. Sie gestatten, dass ich Ihren Koffer auf der vollen Grotze... Wenn Sie gestatten, Herr Stingelmeier, nehme ich den selber. Ja, dann halt nicht. Also, meine Herrschaften, hier geht's rauf. Gleich weg. Ah, also dann auf ihn jetzt. Juhu! Auf ihn jetzt. Das ist ein Halt, warte ein wenig. Was ist denn? Sind auch noch zu, gell? Hey, ja, sag einmal. Und du tragst du überhaupt nichts? Ich trag auch was. Lass dir nur Zeit. Es ist genügend da. Ach, so ein Schmarrn! Alter, lieb! So, Frau Grotius, und das ist Ihr Zimmer. Freut sich noch. Ah, hübsch, mein Kompliment, Herr Stingelmeier. Mein Kompliment, Herr Stingelmeier. Ja, das passt ja, das rutscht ja mal ab. Ach, wie spitze! Und das ist einer Zimmer, Herr Ingenieur. Ja, Pfundi, genauso wie es mir gewünscht habe, Herr Dachsenberger. Ach, der Münchner. Ganz eine sympathische Stimme. So, meine Herrschaften, und jetzt, ja. Herrn, ich hole euch dann zum Empfangsabend ab. Wir sind in der Postrunden. Es wird sehr lustig werden. Ja, Spitze, wir kommen alle. Ja, ich reserviere die Betze. Ja, wir kommen, Spitze. Da bist du. Ja, was sind denn für Leute? Ah, ganz nett, die. Ich glaube, wir können zufrieden sein. Ja, warten wir's einmal ab. Ja, hoffentlich. Du Mama, was sind denn das für Frauen? Hm. Ja, also die eine, die ältere, ich glaube, die spinnt ein bisschen. Ja. Aber die andere, Grotius heißt, du, das ist ein ganz liebes Mädel. Und der Ingenieur? Das ist ein ganz netter. Ja, ein Münchner. Na. Sag mal, warum warst denn du eigentlich beim Empfang nicht dabei? Ich wollte erst wissen, was für Leute das sind. Ach, mein Gott. Eine Aufregung ist dir dies, glaubst du das? Jetzt haben wir das ganze Haus voller Leute und umso mehr Arbeit noch. Ja, du machst dich nicht umziehen. Du kannst doch nicht so geschlampert rumlaufen. Der Flori oder der Papa, wenn die sieht, dann ist Feierabend doch. Ich bleibe so, wie ich bin. Was bezweckst denn da damit, hä? Wenn du so geschlampert rumrennst. Der Flori soll sich ärgern. Ich tanze nicht so, wie der pfeift. Aha. Habt schon wieder gestritten, hä? Meine Meinung habe ich ihm gesagt. Aber die steckt er sich nicht hinter den Spiegel. Ich will mit dem Kerl nichts mehr zu tun haben. Er taugt nichts. Er ist und bleibt der Mensch, der nichts von der Arbeit hält. Also das dürft ihr jetzt auch wieder nicht sagen. Nach der Saison ist er ja recht ordentlich. Nach der Saison? Aber was er während der Saison treibt, geht auf keine Kuhhaut. Mama. Ich darf mit dem Kerl dort unglücklich werden. Das heißt jetzt, drum ist Schluss. Ein für alle Mal Schluss. Gerndl, du musst ein bisschen toleranter sein. Also dein Vater ist bestimmt kein Heiliger. Und war auch kein Heiliger, bis er an mir hängen geblieben ist. Oh, der ist früher die Mädel nachgelaufen. Und wir. Aber dann hat er eingesehen, was er an mir hat. Der Flori wird nie einsehen, was er an mir hat. Das blöd bin ich und geschlampert. Der hinter Seidenstrumpf und geschnäckelt die Häuser her. Ich hab mir's ja selber gesagt, der Krautschneider. Der Bazi, der. Jetzt fang doch nicht zu weinen an. Da riechst du auch nichts aus.
Herrschaftszeiten, riech die halt dann ein bisserl her, wenn du siehst, dass er drauf fliegt. Ja, wie denn, wenn ich den ganzen Tag bis zum Hals in der Arbeit steck? Ja, ich kann doch nicht im Sonntagsgewand ausmisten und mich mit Parfüm ausspritzen, wenn ich komme. Aber nachher, Derl, kannst du dich ordentlich anziehen und hübsch machen. Ach, mein Gott, na, wenn du schon siehst, dass er auf Seidenstrümpf fliegt, ja, dann zieh halt in Gottes Namen weg, jo. Die meinst bitte das an, leider einmal so, dass mehr aufs Äußere ginge bei den Frauen als wie auf den inneren Wert. Du rennst ja nicht gerade fein umeinander. Das ist was anderes. Also, dein Papa merkt nimmer, wenn ich im Stallkittel rumring. Früher, wie er jung war, da hätt's dein Papa sein sollen. Wenn ich da eine frische Waschutzung hab, eine schöne und weiße Strümpfe, da hat er Daumen verdraht. Aber heut kann die anziehen, was ich möchte. Da zieht bei ihm gar nichts mehr. Das Einzige, was bei ihm noch zieht, das ist Rheumatische. Meinst du wirklich, dass ich mich umziehen sollte? Mach's dir nicht. Zieh dich um. Heute ist doch Empfangsabend. Zieh dein schönes Trachtengewand an und geh hin. Also, Leute, macht's fertig. Ich hole euch dann zum Empfangsabend. Ja, okay. Du, Mama. Ja. Gehst du auch mit? Ich? Okay, ich kann doch nicht. Einer muss doch daheim bleiben und das Haus hüten. Na, Dachsenbergerin, bist du jetzt zufrieden mit deinen Gästen? Ja, ich kann nicht zufrieden sein. Wo ist denn mein Mann? Ja, der steht am Balkon droben und erklärt den Damen die Namen von unserem Berg. Ha, hoffentlich weiß es noch alle. Ja. Ja, und ich gehe jetzt auch. Heute gibt's noch viel zu tun. Empfangsabend ist, ja. Mhm. Du wirst wohl daheim bleiben müssen, Dachsenbergerin. Es langt, wenn dein Mann mitgeht. So, der geht also mit? Ja, das muss so sein, Dachsenbergerin. Das schickt sich so. Das gehört alles mit zum Geschäft. Ja. Du, Flori, jetzt stellst du mir mal Rede und Antwort. Jetzt nicht, Dachsenbergerin. Ich muss in die Post die Plätze reservieren. Da bleibst. Auf die paar Minuten kommt's auch nicht drauf zusammen. Dann red aber schnell, es pressiert mir wirklich. Was hat's denn zwischen der Gundel und dir gegeben? Was gegeben hat? Ja, nix, Dachsenbergerin. Lieb nicht, da war was. Angestinkert hat sie mich. Beleidigt hat sie mich. Sei Songocke hat's mich genannt. Und etliches mehr. Deine Tochter ist überhaupt sehr schnappig. Das muss ich dir schon einmal sagen, Dachsenbergerin. Wie lang kommst du jetzt zu uns? Weiß nicht, was du meinst. Ja, wie lang du zu uns auf dem Hof da kommst, habe ich dich gefragt. Ja, da muss ich jetzt direkt einmal überlegen. Und dazu habe ich jetzt keine Zeit. Über 3 Jahre kommst du zu uns. Ja, und? Kommst du wegen mir? Ich verstehe dich nicht. Kommst du wegen meinem Mann? Jetzt hörst du aber auf. Kommst du wegen unserem guten Most? Oder kommst du wegen unserer Gundel? Einen guten Most habt ihr schon, das ist bekannt. Ja. Ja. Und eine Tochter haben wir auch. Das ist auch bekannt, Stingelmeier. Ja, Herrschaftszeiten, was willst du denn von mir? Nicht viel. Du sollst mir nur endlich sagen, wann du die Gundel heiratst. Mehr will ich gar nicht wissen. Dachsenbergerin, was ist denn in dich reingefahren? Ja, spinnst du denn? Über 3 Jahre kommst du zu uns. Trinkst unser Most, kriegst der Brotzeit. Jetzt hat dir mein Mann sogar noch 3 Fremdenzimmer zur Verfügung gestellt. Für die Gäste. Über 3 Jahre beobachte ich dich und die Gundel. Ihr zwei habt doch was miteinander. Gib's zu? Dachsenbergerin, mei, was soll ich sagen? Die Wahrheit. Wirfst du mir's am Ende vor, dass du mir ab und zu eine Brotzeit oder ein Glas Most gegeben hast? Ich wirf dir nichts vor, ich hab dich nur was gefragt. Ach, jetzt versteh. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, und? Ja, die Gundel willst du mir. Nein, ich mein, du willst mir zwingen, die Gundel zu... Aber das stimmt nicht, Dachsenbergerin. Ich hab deiner Tochter nie die Heirat versprochen. Wir sind miteinander befreundet, wie man so sagt. Aha. Ja. Mir scheint aber, dass es ein bisschen anders ist. Stingelmeier, ich bin nicht blöd, blind und taub. Jetzt horch mal einmal gut zu, Dachsenbergerin. Ich bin bisher gern zu euch hergekommen. Wegen dir, wegen dem Alois, ja, und nicht so zum Schluss auch wegen der Gundel. Aber an eine Heirat, so wie du dir das vielleicht vorstellst, ist nicht zum Denken.
Ich bin vom Gemeinderat zum Leiter vom Fremdenverkehrsbüro eingesetzt worden. Das ist ein wichtiger Posten, von dem das ganze Dorf profitiert. Nur ein Lediger hat ihn gekriegt. Ja, man weiß auch warum. Dann ist sehr gut. Das Geschäft geht nämlich vor dem Privatleben. Und deshalb wird in den nächsten paar Jahren auch nicht geheiratet. Hast mich jetzt verstanden? Jetzt schon. Weinst vielleicht? Na, wir brennen nur die Hand. So, jetzt kann's gehen. Daxenbergerin, wart doch, so lass dir doch alles erklären. Ich will überhaupt nichts mehr wissen. Geh du in dein Wirtshaus. Du seist so ein Gockel, du. Das ist ein starkes Stück. Ja, das war ja schon wieder eine Beleidigung. Ach, rutscht's mir doch am Buckel runter. Und sag's dir noch einmal, jetzt weiß ich wirklich nicht, wer mir von den zwei Frauen am besten gefällt. Ein bisschen mager sind's und ein bisschen mehr dran sein. Aber wir fordern schon raus, ja, weiter fällt sich gar nichts. Jetzt wird's Zeit. Marianne! Marianne! Da raus! Marsch, marsch! Was ist denn? Ich geh heute Abend in den Empfangsabend, gell? Aber der Flori hat gesagt, ich muss unbedingt dabei sein, hat er gesagt. Wegen der Arbeit schon und wegen dem Geschäft richte mir meinen Sonntagsrock her. Ja, du kannst doch nicht mitten unter der Woche deinen Sonntagsrock anziehen und ins Wirtshaus gehen. Ich kann, weil es der Flori gesagt hat, dass ich ein bisschen schneller wäre sonst, gell? Ja, und die Arbeit im Stall? Dafür bist ja du da und die Gundel, ne? Wo ist denn überhaupt die Gundel? Warum war denn die nicht da und hat die Gäste begrüßt, wie sie sich gehört? Ja, sie war noch im Arbeitsgewand. Aber jetzt zeigt sie sich schon um, Papa. Das wäre doch die höchste Zeit, gell? Höchste Zeit, sonst rupst du mit mir zusammen. Grutsche, wutsche noch einmal. Schaut dir einmal die Fremden an. Schaut dir mal die Fremden an, wie die blitzsauber daherkommen. Man kann gleich gar nicht mehr wegschauen, so sauber laufen sie umeinander. Und du und deine Tochter, ihr lauft so mal an, dass an das wahre Grausen kommt. Und du, mein Liebe, du schaust heute wieder einmal gefährlich schier aus, gell? Alois! Alois! Schauen muss man sie mit euch, schauen! Deswegen geh ich halt allein ins Wirtshaus, dass das weißt. Also, hat dich denn der Flori, der Sakra, so narrisch gemacht? Wenn man du meinen besten Freund nicht beleidigen. Abazi ist er! Schau, dass du nicht weiterkommst, Marianne! Oh, ich weiß genau, warum du zum Streiten anfängst. Allein willst du ins Wirtshaus gehen, drum fangst du mit mir einen Streit an. Ach, ich kenn dich, Daxenberger. Du hast dich in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht verändert, gell? Ja, dann schau jetzt, dass du weiterkommst, sonst passiert was. Das weißt du jetzt. Das sag ich jetzt alles unserer Gundel. Schau's nicht um. Die Hexe, die Schlaue, hat's mir durchschaut. Aber das macht gar nichts. Hauptsache, ich hab durchgesetzt, dass ich allein ins Wirtshaus gekommen bin. Gerade stecken wir. Ja, gerade lustig muss es werden. Heute am Ende. Herr Daxenberger! Ja, Mann, der ist ja gefallen Ihnen, Herr Daxenberger? Ja, ganz gut, hervorragend. Ja, fundig, sag ich, bärig. Geht dran, sie haben noch einmal. Die ist gar nicht so mager, wie ich glaubt habe. Na, kicken Sie mal, Herr Daxenberger, den verjubeln wir heute, wa? Also, ich lade Sie, Ihre Frau und Ihre Tochter zum Empfangsabend ein. Und alles, was verzehrt wird, zahle ich. Naja, weil es mir halt so gut bei Ihnen gefällt, nicht? Sie gefallen mir auch alle, weil das ist sie, gell, ja. Aber sagen Sie, Herr Daxenberger, wo bleiben denn Ihre Frauen? Wir müssen gehen. Ich möchte nämlich nicht so spät kommen, ja, wissen Sie? Meine Alte und die Gundel, die können leider nicht mitgehen. Na, die, nee? Weil jetzt wird nämlich bald eine Kuh kommen, verstehen Sie es nicht? Und da muss unbedingt jemand daheim bleiben. Was ist mit der Kuh? Eine Kuh wird kommen. Ach so, eine Kuh wird ein kleines Kind bekommen. Ach, nee, wie aufrecht! Da muss doch jemand daheim bleiben, ich meine, ja. Zu Hause bleiben. Ja, gell? Ja, na klar. Ist denn nicht...
Genug, wenn ich mit dir heimfreien für einen Raubvogel. Ja. Ich bin für ein rechter Lustiger. Ich komme für gut unterhalten, wenn ich einmal im Schwung bin. Ja, wohl, ganz gut kommen. Da hast du Grauderer, du Alter! Dankeschön, Maria. Dankeschön. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wir sollen uns gut unterhalten, hat sie gemeint. Und sie lässt sich halt vielmals entschuldigen. Ja. Ist nicht mitgeguckt. Das ist aber schade, dass sie nicht mitgeguckt. Ja, sehr schade. Und wir sind jetzt auch fertig. Also ich muss ja sagen, Sie schauen wirklich entzückend aus, Fräulein Inge. Danke, Herr Berger, aber das Kompliment kann ich Ihnen zurückgeben. Oh, danke schön. Also ich muss sagen, ich freue mich auf die Nacht. Also auf geht's, meine Herrschaften. Auf geht's. Seid fertig? Ja, aber immer, Herr Stiegelmeier. Der Empfangsabend zu Ehren unserer Gäste kann beginnen. Ja. Lachsenberger, was ist? Hast du von deiner alten Nachturlaub gekriegt? Ja, was hast du geglaubt, hä? Natürlich, da reden wir doch gar nicht drüber. Und das Fräulein hat gesagt, dass sie halt alles bezahlt, hat sie gesagt. Ja, großartig! Also dann, Abmarsch in die Post! Ja, aber Moment mal, ich wollte doch... Darf ich um Ihren Arm bitten, gnädiges Fräulein? Aber sagen Sie doch nicht immer gnädiges Fräulein zu mir, das ist ja albern. Ist mir recht? Also, geh weiter! Servus, Dirndl, servus! Juhu! Flori! Lauf ihr doch noch, Dirndl, schnipp dich! Jetzt mag ich nicht mehr! Mei, das darf er nicht wahr sein! Jetzt schaut da doch den alten Esel an! Also, wie der rumhupft, dass er sich nicht schämt! Schau mal hin! Jetzt weißt du, was der Flori für einer ist! Und der Papa ist auch nicht besser! Der alte Halotri. Ich lass mich scheiden. Also, Gundl, wenn du mit dem Bügeln fertig bist, dann fährst du mit dem Radl zur Beiwahn und dann fragst, ob sie Mastfutter haben. Wir brauchen welches. Das soll der Papa machen. Der Papa, der hat doch für sowas keine Zeit mehr. Der muss doch mit dieser Preisengurs in die Berg umeinander kraxeln. Hoffentlich bricht er sich bald das Knack. Mama, jetzt sag doch sowas nicht. Ach, ist ja wahr. Wir haben einen Haufen Arbeit und er hat nichts Besseres zu tun, als wir mit dem Frauenzimmer da in die Berg umeinander steigen. Gundl, wenn das so weitergeht, dann lass ich mich wirklich nur scheiden. Geh, Mama, die Vogelsang macht sich doch mit dem Papa nur einen Spaß. Und wenn er sich für solche Spaziergänge anbietet, warum soll sie es abschlagen? Man kann es nicht für möglich halten. Da geht also ein alter Grauderer her und schaut sie nicht daheim als Ling und stehen lassen und mit einem Vogel da in die Berge umeinander steigen. Ich hab mir gedacht, in den letzten 30 Jahren wäre er gescheiter. Im Gegenteil, depperter ist er geworden. Mama, jetzt lach doch drüber. Ja, wenn die Vogelsang auch ein bisschen überspannt ist. Aber Unrecht ist nicht. Überhaupt sind's alle drei recht anständig. Ja, Gott sei Dank. Sonst war ich schon längst auf und davon. Sag einmal, wo ist denn eigentlich die Inge und der Herr Ingenieur? Ins Dorf setzen und der Post aufgeben. Meinst du, dass die zwei was haben miteinander? Geh, Mama, das geht uns doch gar nichts an. Das geht uns schon was an, gell, ja. Also schließlich ist es ja unser Haus. Und ich möchte nicht, wenn einmal was passiert, dass es dann heißt, ja, die Dachsenberger, die hätten. Du weißt schon, was ich meine. Zwei Daumen, wenn man in einen Kobe einsperrt, dann fangen sie zum Turteln an. Das ist eine alte Weisheit. Bis jetzt habe ich nur gemerkt, dass der Ingenieur in die Inge verliebt ist. Ach, ist aber ein sauberes Madel, die Inge. Da kannst du ein Beispiel nehmen. Geh, Mama, jetzt lass nur das dumme Gerät. Du, das ist kein dummes Gerede. Du kannst dem Florian auch zeigen, dass du anders aussehen kannst. Dem Kerl, der ist Luft für mich, ein Nix ist er. Über dem schmeiß ich mein sauerspartes Geld nicht zum Fenster raus und schaff mir einen Schrank voll Kleider an. Wir brauchen das Geld für was Wichtiges. Ja, leider. Ich gehe jetzt zum Hähnerfuttern. Ja. Wenn ich mit dem Bügeln fertig bin, fahre ich nicht zur Beiwahn. Ja.
Bin neugierig, wann der alte Depp heimkommt. Ja. Lies ihm noch mal die Leviten, das kennt nicht schon. Ja. Das wird heute sicher passieren. Piep, 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 piep. So, ich bin wieder zurück. Wo hast du schon aufgegeben? Ja, 2 Briefe und 8 Ansichtskarten. Ja, um Gottes Willen, so viel schreibe ich in 3 Jahren nicht. Wo ist denn der Herr Ingenieur? Der Herr Ingenieur erledigt noch ein paar Telefonate. Ein netter Mensch, gell? Ja, aber man schließt im Urlaub sehr schnell Bekanntschaft und die meisten enden dann wieder mit einem Adieu. Aus diesem Grunde halte ich von Urlaubsbekanntschaften nicht viel. Sie gefallen mir, Fräulein Inge. Sie sind so anders wie die anderen. So, wie denn? Ich weiß nicht. Anders sind sie halt. Ganz so viele schicke Kleider, wie sie haben. Die haben wohl viel Kost. Ivo, alles Eigenbau. Wissen Sie, ich schneidere nämlich selbst. Ja, es macht mir Spaß, mich mit wenig Geld nett anzuziehen. Übrigens, wissen Sie eigentlich, dass Sie ein sehr hübsches Mädchen sind, Gunda? Gehen Sie, Fräulein Inge. Ein Drehspatz bin ich. Da hat man es ja schon oft mehr gesagt. Nur weil Sie ein Arbeitstier sind, Gundel. Ja, Bauernhof macht viel Arbeit. Und wenn man Gäste im Haus hat, da bleibt nicht viel Zeit zum Skimachen. Naja, aber ein bisschen Zeit sollte man sich als Frau schon nehmen. Ich meine, einfach so zum eigenen Vergnügen. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, dass man viel aus Ihnen machen könnte. Ja, jetzt stellen Sie doch mal das Bügeleisen weg. Ja, und setzen Sie sich mal hier hin. So, was wollen Sie denn machen, Fräulein Inge? Mal was ausprobieren. So, eine Bürste und mit ein paar hübschen Handgriffen kann ein Mädchen sehr viel aus sich machen. So. Ja, übrigens wissen Sie, dass Sie sehr schönes Haar haben? Ach, gehen Sie, Fräulein Inge. Jetzt sagen Sie nicht immer Fräulein Inge zu mir. Sagen Sie einfach Inge und du. Einverstanden? Einverstanden. Dann musst du aber du auch du sagen. Machen wir. Servus, Gundl. Servus, Inge. Also jetzt pass mal auf. Hast du dir eigentlich schon mal die Lippen angemalt? Wir haben Gottes Willen. Tatania Kierlacher. Lass die Kühe lachen, wir probieren das einfach mal. So, Mund auf. So. Na, ganz anders siehst du aus. Ja? Jetzt muss ich anschauen. Na, oh, Gottes Willen. Gefällst du dir? Ich schaue ja aus wie ein Pfingstock. Ach was. Hübsch siehst du aus. Kein bisschen. Aber die Männer urteilen darüber ganz anders. Da lege ich keinen Wert drauf. Und so wie jetzt mag ich nicht ausschauen. Da darf ich mich ja nicht auf die Straße trauen. Hast du denn niemanden, dem du gerne gefallen möchtest? Nicht, dass ich wüsste. Du lügst, Gundel. Ich lüg nicht. Doch, du lügst, Gundel. Ich lüg nicht. Und was ist mit dem Flori? Ach, da täuscht er aber gewaltig. Der Kerl interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, wie man im Dorf zu ihm sagt? Wie? Sei Songgockel. Ja, das stimmt, das ist er. Ja, er sieht gut aus und macht natürlich da reichlich Gebrauch davon. Im Übrigen habe ich ihn gerade gesehen, er kam mit 2 aufgetakelten Damen vom See zurück. Ja, alles im Dienst am Kunden, wer er sagt. Ja, die Gemeinde hat schon den Richtigen als Reiseleiter gewählt. Seit 3 Jahren kommt er zu uns. Ja. Da ist halt nicht ausblieben, dass wir uns näher gekommen sind. Schreiner ist er vom Beruf. Aber davon hält er vor nichts. Naja. Ja, und du, im Plattl ist er auch der Beste. Ja? Und vor 4 Jahren hat er einen Alleingang im Kaisergebirge gemacht. Alles aus lauter Angeberei. Naja, und wie die Gemeinde den Posten als Fremdenverkehrsbürger ausgeschimmert, hat er sich vordrängt und ist Reiseleiter geworden. Seither treibt das ja ganz arg. Jetzt weiß das Inge. Ich will mit dem Kerl nichts mehr zu tun haben. Besser gesagt, er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Aber das ist mir wurscht. Ich bin ein für alle Mal fertig mit ihm. Na, aber ein bisschen nahe geht dir die Geschichte schon, hm? Weißt du was, Gundel? Hast du nicht Lust, heute Abend mit Gustl und mir auszugehen? Was ist denn los in der Post? Na, Schuhplattelabend oder so. Oh je. Da wird der Herr Florian Stingelmeier wieder hupfer wie ein Geißbock. Ein Burschloh für ihn. Weißt du, was ist? Kommst du mit? Du, das geht nicht. Ich hab nur so viel Arbeit. Du, dann mach ich das hier fertig und du suchst dir einstweilen eine andere Arbeit. Ja, schick dich nur, damit du bis 6 Uhr fertig bist. Und weißt du was? Ich leih dir für heute Abend ein Kleid, ja? Du willst mir ein Kleid leihen? Ja, und Schuhe und Strümpfe und alles, was dazugehört. Hm? Ja, ich weiß nicht.
Meinst du wirklich, dass ich mitgehe, so? Ja, natürlich meine ich. Du machst dich heute Abend mal so richtig totschick mit allem Schnickschnack und drumherum. Der Florian soll solche Augen machen. Hm? Also wegen dem tue ich's nicht. Dann machst du es eben zum eigenen Vergnügen. Also was ist? Ich weiß nicht. Da muss ich schon erst Mama fragen. Du Gundl, wir müssen noch. Ja, Fräulein Inge, ja, was machen denn Sie da? Bügeln. Warte, ja. Mama, die Inge hat uns heute Abend die Post eingeladen. Ja. Was, wirklich? Das ist aber nett. Du. Das können wir aber vielleicht gar nicht annehmen. Ja, und Schuhe muss er mal leihen. Und Strümpfe und alles, was dazugehört. Und Lippen soll man auch rot anmalen. Ist das wahr? Jetzt hört mal zu, ihr beiden Aschenputtels. Ich habe das Gefühl, in diesem Haus muss endlich mal was passieren. Und ich habe da eine sehr lustige Idee. Du, Gundel, du machst dich für heute Abend totschick. Und Sie, Frau Dachsenberger, Sie zeigen Ihrem Mann, dass Sie auch etwas aus sich machen können, hm? Lieber Himmelvater, steh mir bei. Wir zittern die Knie. Also, abgemacht, wir gehen heute zu diesem Schuhblattladen. Und ihr macht euch richtig fesch, so als wäre irgendein großes Fest. Na, ihr habt es doch wirklich mal verdient, dass ihr ein bisschen rauskommt und einen schönen Abend habt. Hm, Frau Dachsenberger? Ja, ist ja verdient, hätten wir schon. Aber ich weiß nicht. Na, Fräulein Inge, ich trau mir nicht. Also, ich will mich natürlich nicht in eure Familienangelegenheiten einmischen, aber es scheint mir doch, dass man diesem Herrn Dachsenberger und einem anderen jemand, als müsste man den beiden Herren einmal zeigen, dass alles auch umgedreht gemacht werden kann. Also, was ist? Na, kommt ihr mit? Also, je länger ich mir die Sache überlege, umso mehr Spaß habe ich drauf. Jawohl, wir gehen mit. Jetzt drehen wir den Spieß einmal um. Jetzt gehen wir einmal ins Wirtshaus. Und ich sag's euch gleich, ich trinke Mast. Aber es heißt eine, zwei, drei, vier. Ja, Mama, ist das dein Ernst? Ja, mein vollkommener Ernst. Und damit's Kraut richtig fett gemacht wird, schaffst du dir noch einen Begleiter an. Ein Begleiter? Ja, irgend so ein Bazi. Der dir aber nicht gefährlich werden kann, gell? Ich hab's. Der Gustl muss mitmachen, der Herr Berger. Der macht das sowieso mit. Das ist nämlich heute Abend mein Begleiter. Also, Frau Dachsenberger, das habe ich mir eigentlich anders gedacht. Ich glaube, es ist günstiger, wenn der Herr Berger heute mit der Gundel ausgeht und sich ihr den ganzen Abend hindurch intensiv widmet. Hm? Na, das geht nicht. Wieso? Ja, warum geht das nicht? Dumme Gretel, dumme. Der Herr Ingenieur ist doch ein fescher Mann. Also, ich darf ihn gleich nehmen. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es doch günstiger, wenn der Herr Berger mit der Gundel gesehen wird. Und ich werde ihn dann schon entsprechend instruieren. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich frei heirate. Ah, und du machst alles, was dir das Fräulein Inge anschafft, gell? Einverstanden. Du passt mir deine Sache. Ach, sicherlich. Ja, sag mal, wie spät ist denn überhaupt? Kurz vor fünf. Um Gottes Willen, da müssen wir schauen, dass wir fertig werden. Ja. Um Gottes Willen. Das machen wir alles hier noch. So, das ist alles hier noch. Ich freue mich heute. Das macht aber auch Spaß. Ja. Du bist ein Fortz, gell? Ja, geh weiter jetzt, ja. Gell? Und du redst mit dem Herrn Ingenieur. Wird's gemacht. Gut. Jetzt. Ja. Aber ich glaube, das wird der lustigste Abend, den ich jemals erlebt habe. Na, die beiden Frauen haben es ja wirklich verdient, dass man ihnen ein bisschen beisteht. Kurz vor fünf. Aber was ziehe ich denn der Gundel bloß an? Ist ja entweder das rote Abendkleid oder... Nein, besser den hellen Rock mit dem bunten Oberteil. Die Männer sollen solche Augen machen, besonders einer. Das werden wir schon schaffen. Gustl! Schön bist. In der Adresse gehört, Herr Stingelmeier. Ja, jetzt sehe ich selber. Ich habe geglaubt, das war die... Die Traudel, die Gerda? Oder haben Sie vielleicht gemeint, die Gundel? Hm? Die Gundel? Aber ich bitte Sie, Fräulein Inge, wie können Sie mir denn so eine Geschmacksverirrung zutrauen?
Im Übrigen, Herr Stingelmeier, warum kommen Sie denn durchs Fenster, wo es doch bekanntlich in jedem Haus eine Türe gibt? Ja, schau, Inge. Fräulein Inge. Fräulein Inge, es geht ums Brauchtum. Oder besser gesagt, um ein bayerisches Prinzip. Die Fenster, so heißt es doch immer und so kommen es doch in die Filme vor, die sind zum Fenster in da. Solche Filme interessieren mich nicht, Herr Stingelmeier. Ja, ich lache ja auch drüber, gell? Oh, Sie haben für eine gute Handschrift. Aber sie gefallen mir. Schon oft habe ich mir gedacht, wegen der Inge, wegen dem Fräulein Inge, da ging ich durchs Feuer und durchs Wasser. Aber am liebsten durchs Fenster, nicht wahr, Herr Stingelmeier? Ja, mein Inge. Fräulein Inge. Okay, tu doch nicht so. Ich sag Inge und damit basta. Wir sind ja schließlich in Bayern. Herr Stingelmeier, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Ja. Ja, ich seh's selber ein. Aber haben Sie nicht schon gemerkt, was ich mir für Mühe gebe, bei Ihnen angenehm aufzufallen? Ja, ja, natürlich habe ich das gemerkt, ja. Beim Empfangsabend haben Sie mich beim Tanz so eng an sich gedrückt, dass ich kaum noch Luft bekam. Ja, anschließend sind Sie mir pausenlos auf die Füße getreten und dann haben Sie mir noch mit Ihrer Herumschwenkerei eine Laufmasche in den Strumpf gerissen. Ich ersetze Ihnen die Strümpfe. Und wissen Sie, wir zwei, wir fahren heute ins Tirolerische hinüber. Ich weiß da ein paar pfundige Weinlokale, wo es urgemütlich zugeht. Wir trinken einen Wein, tanzen ein bisschen. Ach, Inge, Inge, das wird ein unvergesslicher Abend für dich werden, das verspreche ich dir. Das kann ich mir vorstellen, Herr Stingelmeier. Also, was ist? Morgen Vormittag, ich mach mir für dich frei. Ihre Bräute würden aber untröstlich sein. Ach, das ist doch mir wurscht. Was hast du jetzt gesagt? Bräute? Aber ich bitte Sie, Fräulein Inge, wofür halten Sie mich denn? Für einen ausgekochten, dreimal gesottenen Casanova, Herr Stingelmeier. Fräulein Inge? Sie kränken mich. Ach, jetzt tun Sie bloß nicht so, als ob Sie nicht bis drei zählen könnten. Mir tut ja nur die Gundel leid, damit Sie es wissen. Was wollen Sie denn jetzt mit der Gundel? Ich hab doch nichts mit ihr. Ach, seit 3 Jahren kommen Sie hier auf den Hof und da haben Sie dem armen Mädchen den Kopf verdreht. Jetzt hör doch auf und red keinen so einen Käse nicht. Bitte, was soll ich nicht? Keinen Käse sollen Sie nicht reden. Die Dachsenberger Gundel, den geschlamperten Bauerntrampel. Ja, schauen Sie einer doch das Mädel einmal an, wie sie rumrennt. Stinken tut sie nach Mist und nach Fischmehl. Brrr, mir kraus bloß, wenn ich dran denk. Na, na, Fräulein Inge, na, na, so primitiv bin ich nicht, dass ich sowas nehmen darf. Zu mir gehört was Ordentliches, was Besonderes. Ich sehne mich nach einer Frau, die so ausschaut wie Sie, Inge. Mir fehlt jemand, der mich an der Hand nimmt und führt. Ich bin immer auf der Suche nach einer Frau, die meine Seele versteht. Wie spät ist es denn? Hä? Ich meine, wie spät es ist. Jetzt haben Sie mich ganz aus dem Konzept gebracht. Das war meine Absicht. Dann wird's also nichts mit uns zwei. Erraten. Ingenieur müssten wir halt sein. Dann hätten wir vielleicht Chancen bei Ihnen. Also jetzt werden Sie bloß nicht frech, Herr Stingelmeier. Ja, vorhin beim Puzzle, da haben Sie gesagt, ach nicht doch, Gustl, ach. Sie sind eine Bergdistel, Fräulein Inge. Eine ganz besonders stachelige Nacht dazu. Schaut, wo sind denn die Dachsenbergers? Die beiden Frauen sind im Stall und er ist mit der Frau Vogelsang auf den Geiersberg, oder wie er heißt. Was? Der Dachsenberger ist auf dem Berg rauf? Mit dem wackelnden Gestell? Mit was? Mit dem wackelnden Gestell? Ja, ach so, das ist ein wackelndes Gestell. Also, Flori, Sie sind wirklich eine Marke. Ein Urficht mit Haxen heißt man das bei uns. Jawohl. Es fällt einem wirklich schwer, Ihnen ernstlich böse zu sein, Flori. Flori, haben Sie jetzt zu mir gesagt. Das freut mich aber. Bestimmt nicht doch die Möglichkeit, dass wir zwei, du und ich, nach Tirol überfahren? Na, was ist? Sag doch schon ja. Nein. Sturer Teufel. Vielleicht
Vielleicht fragen Sie die Gundel, die würde sich sicher sehr freuen. Ach, rutsch mal doch am Buckel runter. Bitte, was soll ich? Na, na, ob Sie heute zum Blattlerabend kommen? Ja, natürlich komme ich. Besteht da wenigstens die Möglichkeit, dass ich mich neben Sie setzen darf? Sehr gerne. Und der Herr Ingenieur? Ja, das ist möglich, dass der Herr Ingenieur auch mitkommt. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, ich denke, Sie gehen lieber mit dem aus als mit mir. Aber davon habe ich doch kein Wort gesagt, Herr Stingelmeier. Wissen Sie, was Sie sind? Na was? Eine Hexans. Aber gerade deswegen freuen Sie mir. Also gut, Inge, wir zwei setzen uns zusammen und verbringen einen gemütlichen Abend. Ich finde es auf jeden Fall günstiger, als in die Ferne zu schweifen und mit Ihnen ins Tirolerische rüberzufahren. Ach, jetzt habe ich die. Ach, jetzt verstehe! Also gut. Inge, ich freue mich. Ich freue mich ganz narrisch auf den Abend mit dir. Und Sie holen mich um 17:30 ab, ja? Ja, ist recht. Ich bin pünktlich, gell? Also dann, vierte Inge. Tschüss, Glory. Also, vierte. Saubers, Dirndl, saubers. Ja, Herr Stingelmeier. Servus, Krawattelbeier. Also. Krawattelbeier. So eine Frechheit. Na, Herr Berger, haben Sie alles erledigt? Ja, ja, alles erledigt. Falls ich jetzt gestört haben sollte, bitte ich doch um Entschuldigung. Aber Sie haben doch nicht gestört, ganz im Gegenteil. Ne? Wenn es kam aber doch so vor der... Herr Stingelmeier hat sich auf eine recht eigentümliche Art und Weise von Ihnen verabschiedet. So? Ja. Und? Ja, ich meine, es berührt mich halt ein bisschen seltsam. Gestern haben Sie den Herrn Stingelmeier noch einen lackierten Bauernschrank geheißen und heute... Und heute? Ja, ich dachte... Wir zwei gehen vielleicht zu dem Unterhaltungsabend. Ich habe sogar schon Plätze reservieren lassen. Ja, wie viele denn? Ja, zwei für Sie und für mich. Ach, das ist aber dumm, wo wir doch heute den ganzen Tisch brauchen. Warum? Wer kommt denn Neues mit? Na, die Frau Dachsenberger, ihre Tochter, Sie, ich und der Herr Stingelmeier. Schau. Und ich habe gemeint, wir zwei verbringen den Abend miteinander. Ich habe die Dachsenbergers eingeladen, weil ich dazu einen ganz bestimmten Grund habe. Ja, und? Darf man den auch erfahren? Natürlich. Ich erzähle Ihnen alles, aber oben, ja? Gut. Also ich muss sagen, ich verstehe das überhaupt nicht. Sie werden es schon verstehen, Herr Berger. Von den blauen Bergen kommen wir, von den Bergen am Zweifel hier. Herr Mensch, eine Wucht, he? Zwei Jipfeln an einem Tag, 54 Jemsen, ein Hirsch und zwei Füchse gesehen. Also, es war einfach spitze. Mir tun meine Füße weh, als war ich nach Rom gepilgert und wieder zurück. Ach, hallo. Ich muss mal lauter Blasen gelaufen haben. Kaum bist du über den Berg, geht's auch schon mit dir bergab. He? Also, mir ist der Ausflug wunderbar gekommen, du. Ich fühle mir wie nach ein Bad, fühle ich mir, ja? Wie nach ein Bad. Du, hallo, ich weiß dir was. Morgen stürmen wir die Rotwand. Bist du einverstanden, ne? Keine 10 Ochsen bringen wir mehr auf den Berg auf. Das kostet gleich auf den Kopf schlagen, mein Lieber. Lass doch deine Seele nicht so baumeln. Du, aber jetzt müssen wir uns zurückmelden bei deiner Frau, nicht? Hallo, Frau Dachsenberger, ja, Horatio! Horatio! Auf, Herr Minihand, hör doch auf mit dem Geplärre. Wir sind doch nicht mehr am Berg. Mein lieber Bergkamerad, ich danke dir recht, recht herzlich für das unvergessliche Erlebnis. Also davon werde ich viele, viele Monate zehren, lieber Alex. Ja, ja, meine Zehre, Zehre, so viel wie es magst, aber zuerst checkst du mir meine Schuhe aus, gell? Ich komme nicht mehr bucken, weißt du, mir tut mein Kreuz weh, als hätte ich Prügel gekriegt. Ja. Also Bergkameradschaft ist doch was Herrliches, Alois. Wenn ich wieder hinkomme, du, weißt du was, dann werde ich einen Artikel in die Zeitung schreiben, ja. Du bist ja ganz unverwüstliche, Hermine. Das habe ich gleich gemerkt. Mit dir möchte ich nicht verheiratet sein. Warum nicht, Alois? Du darfst mir aufarbeiten. Das verstehe ich nicht, Jans. Das musst du mir noch näher erklären. Oh. Ah. Alois. Du, ein Fußbad würde da aber gut tun. Meinst du? Ah, ganz sicher, lieber Alois. Ist das so gut?
Weißt du was, Hermine, jetzt bringst du mir noch meine Pantoffeln, gell? Was willst du? Meine Hausschuhe will ich noch, meine Hausschuhe. Ach so, deine Papuschen, ja, warum sagst du das nicht gleich? Ja, wo hast du denn? Ah, das sind ja die Kinder. Ja. So. Ach, ja, wird doch langsam mit mir. Ja. Du, Alois, sag mal, wo bleibt denn eigentlich deine Frauen, hä? Ja, du, mir wundert's auch, dass sie da noch keine sehen hat lassen, ne? War doch damit eh verstanden, dass du mit mir auf die Berge gehst, oder? Ja, freilich. Ja, was glaubst denn du? Ich brauch doch niemand zu fragen. Ich gehe am Berg mit wem ich will und wann ich will. Ich war noch nie ein Pantoffelheld und werde nie einer werden, gell? Ja, aber ich find's doch ein bisschen seltsam, dass sich weder deine Frau noch die Jutta hier blicken lässt, nicht? Werden halt im Stall draußen sein, ne? Ah, na ja, dann ist ja gut. Nochmals, mein lieber Alois, mein bester Bergkamerad, ich danke dir nochmals für diese tolle Begleitung. Es wird für mich ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Ja, für mich, ja, das glaubst du. Also, ich zieh mal jetzt um und dann gehe ich in die Post zum Abendessen. Du Alois, ich hab gehört, das soll heute so ein Schuhplätzlerabend sein. Kommst du auch mit? Nein, halt nicht, Hermine, halt nicht. Weißt du, jetzt tu dir mal zuerst die Füße waschen, wie du gesagt hast, nicht? Und ja, und dann muss ich noch Rechnungen schreiben und vielleicht komme ich dann später noch. Gell? Also ich würde mich jedenfalls freuen, lieber Alois, nicht? Also dann nochmals tschüss, mein lieber Bergkamerad. Es war einfach köstlich. Ach, was sage ich denn? Es war einfach spitze! Ja. Olario! Also sowas Unverwüstliches ist mir mein Leben lang noch nicht vorgekommen. Da hupft's wie der Gans am Berg umeinander. Schreit wie der Jochgeier, fragt der Kuh das Kalbi ab und jagt mir den ganzen Tag über Stock und Stein. Und auf Nacht geht's noch ins Wirtshaus. Ja, wenn ich noch ein paar Jahre jünger war, dann hätte ich ja nichts sagen, aber das so hart. Ich spür's gleich gar nicht mehr. Gut, sagst du dich noch einmal. Vielleicht war es für eine Fußwaschung gar nicht einmal so schlecht. Ne? Ja, wo sind denn meine Weiber? Marianne! Gunther! Da her! Marsch, marsch! Hoi, da bin ich. Hast du mich nicht gesehen, ha? Don Johann Elendiker! Da hab ich mich da verhört. Was sagt die zu mir? Don Johann Elendiker sagt die zu mir. Da gehst du raus! Auf der Stelle, da gehst du raus, Grutze, Mutze noch einmal! Ich brauch ein heißes Wasser! Ich muss mir die Füße waschen, mit dem meine Füße weh! Der rutscht mir doch am Buckel runter! Sind die narrisch? Ja, was ist denn da los? Die sind so fuchtig, weil ich mit der Hermine am Berg drum war. Die eifert. Mei, oh, die eifert, das darf nicht wahr sein. Ein warmes Wasser brauche ich, habe ich gesagt, zum Fürstwaschen, habt ihr mich verstanden? Das ist ja das reinste Höllengelächter. Ja, was ist denn in die reingefallen? Ja, die spinnen wohl, ja? Grüß dich, Dachsenberger. Bist du schon wieder zurück? Wie war's denn? Ja, gut, dass du kommst, Flori. Ja. Du, meine zwei Weiber, die sind so komisch. Was? Das merkst du erst jetzt? Ja, die sind fuchtig, weil ich mit der Hermine am Berg drum war. Weißt du, was meine Alte gesagt hat zu mir? Was? Don Johann hat's mich geheißen, ja. Du, das ist ein starkes Stück. Ja, das darfst du nicht fallen lassen. Ja, beißt's nur einmal richtig. Hau auf den Tisch. Das ist die beste Methode, um in einem Ehestreit Sieger zu bleiben. Meinst du? Ganz bestimmt. Hört er das einmal an, was sagst du denn da dazu? Ja, was willst denn? Die sind doch lustig. Na, das schon, aber so komisch lustig sind sie.
Du, mir läuft direkt der ganze Haut über den Buckel runter. Ich freu mich so, Mama. Und ich erst. Ja. Wir müssen uns ja schicken, dass wir nicht zu spät kommen. Was sagst du jetzt da dazu, Flori? Ist das nicht direkt unheimlich? Hm? Seit wann sind's denn so? Seitdem ich vom Berg zurück bin. Du! Wie war's denn? Was war? Ja, mit der Hermine am Berg drum. Ah, du, das gut. Oh, das ist direkt ein Genuss. So, erzähl doch schon, Alois. Nix sag ich. Kein Wort sag ich. Ein Kavalier genießt und schweigt, gell? Ja, mir scheint aber, als ob der deine Alte den Genuss nur arg versauern wird. Eifersüchtig ist, Flori, eifersüchtig ist, weil sie gemerkt hat, dass an mir noch was dran ist. Sie hat gemerkt, dass ich noch Chancen hab bei den Weiberleit. Weißt du, was die Hermine zu mir gesagt hat? Sie hat gesagt, seit 10 Jahren hat sie keinen so charmanten Mann mehr getroffen als wie mich. Hat die Hermine was? Gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ich war ein ganz schlimmer als Bade. Ja, dann war deine Bergpartie scheint sehr lustig, hä? Arg lustig, mein Lieber, arg lustig war's. Ja. Ja, ich war noch lang dran geblieben am Berg, aber meine Füße haben mir so weh, du weißt ja. Hat dir das gut gefreut? Ist auch eine Idee von der Hermine, die Fußwaschung, ja. Aber die nächsten 10 Jahre gehe ich auf keinen Berg mehr, auf das habe ich mir geschworen. Echt nur wissen, was deine zwei Weiber vorhaben. Ja, die Gudel hat doch gerade gesagt, dass heute noch recht lustig wird. Was meinst du denn damit? Das möchte ich auch gern wissen, ja. Alois, da stimmt was nicht. Das kommt mir auch so vor, ja. Ja. Da wirst du schon ordentlich auf den Tisch hauen müssen, um im Respekt zu bleiben. Da fangen wir gleich an damit, ne? Genau. Ja. Marianne! Mutter! Marsch, marsch! Das hat alle noch genutzt. Ja. Grätsch, grutzi, wutzi, noch einmal, was hat's denn? Daher hab ich gesagt, marsch, marsch! Ja. Heut wirkt's aber wenig, Alois. Frau Dachsenberger, komm mal einmal raus da, hä? Der rutscht mir doch ein Buckel runter! Ja, Floria, was sagst du denn da? Mir scheint da, meine Alte hat die diplomatischen Beziehungen mit mir abgebrochen, hä? Das Beste wird sein, du kommst heute Abend mit in die Post. Heute nicht. Nein, jetzt wasche ich mir die Füße und dann geh ich ins Bett. Ja. Jetzt wär's aber Zeit, dass die Inge fertig wird. Er gehst halt mit der aus. Ich hoffe, dass du nichts dagegen hast. Was sollte denn dagegen haben? Das Gleiche, was die Gundel hat. Mein Freund, dass du mein Schwiegersohn wärst, das habe ich mir schon lange aus dem Kopf geschlagen, gell? Und es ist auch viel besser so. Es ist besser, wir bleiben das, was wir immer waren. Zwei gute Freunde. Und seit neuestem Zimmer, Vermieter und Fremdenführer. Weißt, ein Schwiegersohn mit dir, da hätte ich genauso viel Ärger wie meine Tochter mit dir als Mann. Und weil ich das eingesehen hab, darum ist mir das ganz wurscht, mit wem du umeinander posierst. Punktum, aus. Das ist ein Reckwissen, Dachsenberger. Dick gefällt mir. Bravo! Hallo, Domino! Alois! Was ist? Gehst du noch mit in die Post, ja? Nein, halt nicht, Herr Winnie. Ich hab das doch schon gesagt, gell? Ah, grüß Gott, Herr Stiegelmeier. Wie Sie sehen, bin ich schon wieder für den Abend gerüstet. Ja, toll! Wird's auch lustig werden? Ja, das ist gewiss, weil ich... Plätschen Sie auch mit? Ja, aber freilich! Ja. Das ist spitze! Wir sind auch soweit. Ja. Ja, da legst du nieder. Eine bayerische. Gefalle ich Ihnen so? Ja, nicht zu knapp, nicht zu knapp. Also, Herr Stiegelmeier, ich muss schon bitten. Was? Ich meine, dass wir langsam gehen, weil es ist ja höchste Zeit, ne? Ja, also dann, ja. Auf geht's. Ja. Gehen wir. Wir müssen. Sind wir soweit? Ah, ja. Also, ich muss sagen, Gundel, ich freue mich wirklich ganz besonders. Und nicht erst, Herr Ingenieur. Ja, dann können wir ja gehen oder fehlt da jemand? Verwachsen,
Ich ja. bin schon. Fein, ja, da hat mehr gehen, ne? So. Das siehst, dass anders auch gehen kann, gell? Ja, ja. Ja, ja. Was ist? Wo ist denn die Gundel? Wenn ich nur so fragen darf, gell? Mit dem Herrn Ingenieur beim Baden. Beim Baden? Passt er vielleicht nicht? Ja, freilich, freilich. Ich weiß nicht, ich frage ja bloß, weil es jetzt gleich fünf ist, nicht? Und da muss man doch jemand im Stall draußen helfen. Du wirst dafür sowas keine Zeit mehr haben, ne? Ich mach nichts mehr anderes als meine Hausarbeit. Zeitung lesen ist das auch Hausarbeit. Ich muss ja schließlich wissen, was in der Welt draus los ist. Ich möchte wissen, was in meinem Haus los ist. Seit zwei Tagen der Teufel. Und wer ist schuld dran, ha? Wer? Ich ganz allein bin schuld, ja. Hundertmal habe ich schon gesagt, gell? Und weil ich das weiß, drum tue ich jetzt Kartoffelschein und mache mich bei den Gästen lächerlich. Ne? Denk dran, dass du mich 30 Jahre lang lächerlich gemacht hast. Und was du dir mit dieser Preisengasse erlaubt hast, das hat er dem fast den Boden ausgeschlagen. Ich habe aber auch schon ganz viel Abbitte geleistet, gell? Und ich habe gemerkt, dass ich dich zutiefst gekränkt habe. Und weil ich das eingesehen habe, darum habe ich dir versprochen, dass ich nie wieder oder nur noch ganz selten ins Wirtshaus gehe, gell? Nur dann, wenn das du erlaubst. Ja, nur. Viel zu dick, mein Lieber. Am Kartoffelschein merkt man, ob der Mensch ordentlich und sparsam oder liederlich und verschwenderisch ist. Marianne, jetzt sind wir doch wieder gut. Jetzt hört auf! Es bleibt ja so, wie es ist. Wie lang soll ich jetzt noch am Boden drum schlafen, hä? Bis nach der Saison. Das kann dir doch nur recht sein. Du kannst fortbleiben, solange du magst, ohne dass ich höre, wenn du heimkommst. Geh doch nimmer ins Wirtshaus. Geh auf. 30 Jahre bist du ins Wirtshaus gegangen. Und 30 Jahre hast du Marz Reichhorn gebracht und hast den starken Mann gespielt. Und ich war so dumm und hab mir das gefallen lassen. Aber das ist jetzt vorbei. Ein für alle Mal vorbei. Du dich verändert hast, Marianne. Kennt dich gar nicht mehr. Seitdem du vor zwei Tagen mit dem Marz drum Rausch gestorben bist. Erstens einmal war es kein Marz drum Rausch. Weil ich ja nur dreimal das Bier getrunken habe. Und zweitens einmal geht dich das gar nichts an. Denn so wie ich mich vorgestern in der Post aufgeführt habe, so hast du dich 30 Jahre aufgeführt. Und seit dein lieber Freund Stingelmeier bei uns ständig da verkehrt, ist er noch viel schlimmer geworden. Ach, unsere Tochter, die wäre ja schon lang verheiratet, wenn sie nicht so dumm gewesen wäre und hätte auf diesen Deppen da gewartet. Ach, da, schau sie dir jetzt an, unsere Tochter.
Jetzt schaut's nach was gleich. Die Mannsbrüder schauen sich nachher um. Am meisten der Herr Ingenieur. Meinst du, dass er anbissen hat? Anbissen? Anbissen? Also was für ein Ausdruck. Er liebt sie. Er ist ja ganz narrisch mit ihr. Kannst du auch deinem lieben Freund Stingelmeier sagen, falls er mal wieder vorbeikommen sollte. Der wird nicht mehr kommen nach dem letzten Plattelabend in der Post. Ja, das kann der Gundel und mir nur recht sein. So, jetzt tust du Kartoffeln zusetzen und dann tust du umziehen. Es ist höchste Zeit für den Stall. Aber marsch! Ist recht, liebe Marianne. Es wirkt schon. Wirkt immer besser. Da habe ich was sauber umgestellt. Nie im Leben hätte ich geglaubt, dass mein Mariandl so besser werden kann mit mir. Also das hat sich schon arg zu Herzen genommen, dass ich mit der spinnenden Vogelsang am Berg drum war. Da war es gar nichts gewesen. Aber sie glaubt mir's ja nicht, nicht ums Verrecken glaubt mir's. Na ja, was ist Marianne, was ich mach? Grüß Gott. Grüß dich. Komm mal rein. Ich hab da was Wichtiges zum Sagen. Da wärst Spitzenbursche. Da wärst du auch Mann. Da bin's nicht ich allein, gell? Servus, Siemandl. Du gehst da die Feier ein bisschen zurückhalten, sonst platzt man noch der Kram. Ich hab sowieso schon eine geschwollene Galle. Bist gerade am Abendessen herrichten. Was gibt's denn heute Gutes, hm? Eine interessante Neuigkeit, die dich vielleicht auch interessieren wird. Ja, dann schieß los. Weißt du das Neueste schon? Ja, deine Alte hat mit dir Schlagzitter gespielt. Was soll das heißen? Sie schlagt und du zitterst. Ach, nein, nein, nein. Jo? Ganz was anderes, mein lieber Flori. Meine Gundel, die wird einen Ingenieur heiraten. Sag das noch einmal, Dachsenberger. Mein Töchterlein Gundula, er wird den Herrn Ingenieur ehelichen. Was sagst du jetzt? Nix, weil es wahr ist, gell? Und weil er das sagen soll. Du sollst? Ich sag das bloß, damit du Bescheid weißt. Ne? Bist froh, dass du das los hast, hä? Brauchst du keine Ausreden mehr einfallen lassen, gell? Wo ist sie? Beim Baden. Und er? Auch beim Baden. Und die anderen, die Spinner, die Geist, die Vogelsang und die Grotius? Alle beim Baden. Passt denn die Neuigkeit nicht, ne? Oder ist dir nicht recht, dass meine Tochter jetzt endlich einmal einen Mann kriegt und noch dazu einen Ingenieur? Dachsenberger, ich glaub's nicht. Ach, du spinnst ja! Ah, ich nicht! Wenn jemand spinnt, dann ist es mir alte, gell? Ich hab mir nämlich die Neuigkeit gerade zugedrungen. Mitten ins Gesicht hat's mir's nicht gesagt. Flori, seit zwei Tagen habe ich überhaupt nichts mehr zum Sagen. Meine Alte hat mich am Boden zerstört. Ich darf nicht einmal mehr in unsere Schlafkammer rein. Gestern habe ich eine ganze Stunde vor der Tür bitt und bettelt. Meinst du, die hätte mich reinlassen? Nicht ums Verrecken! Dann hättest du halt die Tür eingerannt. Nein, 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 nein. Ich habe mich dazu entschlossen, den häuslichen Frieden zu bewahren. Und für einen häuslichen Frieden, da tue ich alles. Da tue ich Kartoffeln schälen und da tue ich Wäsch waschen. Weißt du, meine Alte hat gesagt, dass... Hat sie ihm gern? Wen? Den Ingenieur? Meine Alte! Die Gundel, den Kerl! Das weiß ich nicht. Die redet ja nichts mehr mit mir. Ich muss die ganze Stallarbeit allein machen. Stell dir vor, meine Alte hat gerade gesagt, ich soll mir einen Knecht einstellen. Was? Die Gundel arbeitet nichts mehr? Keinen Finger macht sie mehr drum. Sie geht nur noch baden. Mit dem Ingenieur. Ich kann's einfach nicht glauben. Dachsenberger, ich kann's nicht glauben. Warum nicht, mein? Meine Gundel, die hat sich gemauset, gell? Schau so, was das für ein Netzdirndl war. Ich hätte nie geglaubt, dass die so sauber ist. Sauber? Ha, anmalen tut sie sich bei der Pfingstachs. Mit Brecktrockshund und Stiegelschuhe. Ach so ist sie eigentlich durchs Dorf durchgerissen. Ach so. Und die Nasen hat sie in die Hecke gestreckt, dass sie beinahe reingeringt hätte. Bist du
bist du besoffen, Stingelmeier? Na, ich hab bloß vorgemacht, wie deine Tochter in letzter Zeit rumrennt. Ja, so blöd, wie du das gemacht hast, bestimmt nicht. Ja, bist du noch nicht im Stall draußen? Aber jetzt schnell, marsch! Ich geh schon, gell, Marianne? Ich geh schon, ja. Ich bin schon fort. Und was willst du da? Ja, nicht viel. Ich bin bloß vorbeigekommen und habe mir gedacht, schaust du mal zu euch rein. Aha. Ja. Willst nachschauen, bis unsere Gäste geht? Gut geht's ihnen. Es gefällt ihnen bei uns. Ja, ja, das ist schon recht, Axenbergerin. Du, dein Mann hat mir gerade vorhin was gesagt, dass die Gundel und der Ingenieur, ist da was Wahres dran? Ja, du, warum nicht? Meine Tochter, die verdient was Besseres. So vom Ingenieur aufwärts. Und sowas duldest du, Dachsenbergerin? Ja, wieso nicht? Ich kann sie nicht verbieten. Mein Gundel ist keiner mehr Rechenschaft schuldig. Oder soll sie vielleicht dich fragen, ha? Ich kenne sie immerhin schon über 3 Jahre und da hätte ich noch ein gewisses Recht dazu. Ein Schmarrn hast du! Ja, sag einmal, wer redst denn du mit mir? Ich denk recht deutlich. Du, lang nur hab ich zugeschaut, wie du über mein Madel gelacht hast. Im Winter. Ja, da war sie dir ja gut gegangen. Aber wie die ersten Schwalben gekommen sind, da hast du dann gelacht über meine Tochter. Und da war sie ein Dreckspatz für dich und ein Kurtchen, über die man die Nasen rümpft. Kein Mensch hat das getan, Dachsenbergerin. Ja, du Sagre, du! Jetzt bist du aber statt, sonst rückt er da auf den Leib, du! Ach, du Skrimper, dir, mein Madel. Die fremden Frauenzimmer war der Lieber, gell? Der Herr Reiseleiter war sich zu gut für meine Tochter. Ach, ich könnte ja noch viel mehr sagen, aber ich mag ja nicht. Meine Tochter hat es nicht nötig, an so einen windigen Krautschneider wie du einen bist nachzulaufen. Meine Tochter kriegt an jedem Finger 10. Einer besser als wie der andere. Das war jetzt meine Meinung. Die kannst du hinterm Spiegel stecken, wenn du magst. So, ich glaube, das reicht. Jetzt kann es runterschlucken. Du Fremdenverführer, du! Na, wie die jetzt mit mir geredet hat, ja, in mir da dreht sich alles. Ich muss mit dem alles hin. Alles! Alles! Na Gott, jetzt passen Sie heute mal auf, Sitte. Sie gibt mir gern Deppen, gell? Ah, wer steht hier mal? Grüß dich Gott, Florian. Habe die Ehre. Da bist du ja endlich. Ich hab dich schon gesucht. So, ja. Das freut mich aber. Hey, Sie! Was denn? Nix. Also, Herr Stingelmeier, dieses Hintermoos ist das reinste Ferienparadies. Also, wenn ich wieder hinkomme, Sie dann werde ich für Hintermoos Reklame machen, das können Sie mir glauben, ja? Ja, das ist uns nur recht, Fräulein Kugelsang, ja. Was ist denn heute geboten, hä? Ist was los in der Post? Tanz bei Kerzenlicht. Oh, wie romantisch! Da gehen wir doch hin, nicht wahr? Ja. Jürgen, du kommst aber auch mit, wa? Freilich. Ja. Der Gustl wollte mir doch Cha-Cha-Cha nehmen. Ja, natürlich. Also, dann brennen wir mal los, nicht? Und ziehen uns wieder mal um. Ja. Auf in jeden! Gut. Ja, was ist? Ich will mit dir über was reden. Auf was denn? Ja, halt was. Was? Sitz dich dabei her. Ich muss mit dem Gustl noch schnell aufs Zimmer. Herr Stingelmeier. Cha-Cha-Cha. Aufs Zimmer! Mit ihr aufs Zimmer! Ich wäre wahnsinnig! Haben Sie irgendwelchen Ärger, Herr Stingelmeier? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Oh, ich meine, es sieht aber ganz so aus. Hey, ich bin doch bester Laune. Wirklich? Freilich! Herr Stingelmeier, ich hätte so Lust, heute ins Tirolerische rüberzufahren. Na, wie wär's? Dann fahren Sie halt. Der Schrobenhauser fährt jeden Tag um 7 Uhr rüber. Vielleicht hat er noch einen Platz für Sie frei. Och, ich möchte aber nicht mit dem Schrobenhausener fahren. Ich möchte mit ganz jemand Bestimmten fahren. Mit Ihnen, Flori. Ja, ich habe keine Zeit. Ich muss halt was im Büro erledigen. Ach, das lässt Sie doch sicherlich aufschieben, oder? Nein. Das ist schade. Sehr schade sogar. Fragen Sie halt einmal den Herrn Ingenieur. Vielleicht hat der Zeit. Ach, der hat überhaupt keine Zeit mehr. Der lernt doch der Gundel heute den Cha-Cha-Cha. Der Hundling, der Miserablige. Kein Schritt werden machen, Als knackt mich hier. Von wegen Handaufschlecker und so, gell? Wo bleibt sie denn bloß? Gundel! Ja, komm ja schon. Was willst du denn?
reden mit dir. Über Verschiedenes reden. Ja, du, dann schick dich. Ich muss mich nämlich noch für den Abend umziehen. So, umziehen. Von der Arbeit hältst du wohl gar nichts mehr. Dein Vater muss jetzt alles alleine machen. Ich habe auch jahrelang alles allein gemacht. Ach so. Und deswegen lässt du jetzt die feine Dame raushängen, ja? Also, wenn das alles ist, was du mir zum Sagen hast, kannst du es bleiben lassen. So bleib doch da zum Teufel! Du schreif halt da nicht umeinander. Du bist da nicht daheim. Wenn du schreien willst, gehst du auf den Ofen aus. Nein, ich schreie auch so nicht mehr. Also, was willst du von mir? Mir Vorschriften machen? Na, Gundel, ich will dir keine Vorschriften machen. Ich will nur eines wissen von dir. Was? Hast du was mit dem Krawattelbayer? Krawattelbayer? Wen meinst du da? Den Rotzbum! Ach, den Herrn Ingenieur! Ich hab gesagt, den Rotzbum, den Bartigen! Du benimm dich verstanden! Dem Gustl kannst du das Wasser nicht reichen, so hoch steht der über dir. Ha! Mit dem kannst du mich nicht frotzeln, mit dem nicht! Ja, sag einmal, ja, bist du eifersüchtig? Eifersüchtig? Ich? Ja. So was kenn ich nicht! Na wunderbar, na gehen wir ja in aller Freundschaft auseinander, Flori. Es ist aus, unsere Wege trennen sich. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir gute Freunde bleiben. Kundl, ist das dein Ernst? Ja. Mit uns zwei ist aus? Aus, Flori, für immer. Na ja. Kannst der Reiseleiter bleiben, kannst dort lassen, was du willst. Ja, und ich gehe auch meinen Weg. Servus, Flori. So blöd wie jetzt hat er noch nie geschaut. Aus. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist wirklich aus. Sie hat mir einen Laufpass gegeben. Ich bin der Lackierte. Härtel wachsen mir. Ich spür's direkt wachsen. Na gut, ist er schon voll. Nein, der ist schon noch da, du Horderlump, du! Aber Herr Stiegelmeier, Sie müssen mich anhören, Herr Stiegelmeier. Ich höre mir von dir gar nichts mehr an. Es knackt mich wieder, damit du das weißt! Aber Herr Stiegelmeier, ich mach's für eine Dummheit, ich schrei um Hilfe! Jetzt tanzen wir zwar mit Cha-Cha-Cha, dass das weißt! Herr Stiegelmeier, ich bin uns! Jetzt mach dein Testament! Herr Stiegelmeier! Sag einmal, bist denn du narrisch, weil Alois, was ist denn passiert? Ist der Stier ausgekommen, hä? Viel schlimmer! Der Flori, der schlagt den Ingenieur! Was ist denn passiert? Ist so ein Lärm! Was ist denn? Was ist denn da los? Hilfe! Es geht um mein Leben! Ein Wahnsinniger! Wo ist er? Ich bringe ihn um die Kette! Halt, bei mir, da wird nicht Kraft geben. Wenn du raffen willst, dann gehst du ins Wirtshaus, dass das was... Jawohl, toben Sie sich dort aus, Isi! Sie sind Stiegelmeier, Sie! Ja, wo ist er denn dann? Der Horderlump! Jetzt halten Sie mal schön die Luft an und regen sich wieder ab. Sie haben nämlich dem Gustl bitter Unrecht getan, verstanden? Gar nichts verstehe ich. Ich ihm Unrecht getan? Ja, ich denke, der Kerl, der... Halt! Der Herr Ingenieur, wenn ich bitten darf. In dem Haus gibt es keinen Kerl, außer einen. Und der wird das Haus gleich verlassen müssen, wenn er sich nicht endlich was sagen lässt. Ja, da braucht's nichts mehr sagen. Die Situation ist, wie es mir scheint, schon geklärt. Dachsenberger, macht Platz. Die darf ihn schon auslassen, Mariandl. Nein, Papa. Jetzt setz dir mal daher, Flori. Ich mag aber nicht. Hinsetz mal die junge Sache zum Parlament. Hast du jetzt endlich beruhigt? Noch nicht ganz. Könnt dem Kerl immer noch als Knack umfallen. Dann würden Sie es aber mit mir zu tun bekommen, Herr Stiegelmeier. Warum denn mit dir? Gerade vorhin wolltest du mit mir nach Tirol überfahren. Meinen Sie wirklich? Was gibt's denn da zum Lachen, Gundel? Eine ganze Menge. Die Inge macht sie nämlich gar nichts aus dir. Und wenn sie so da hat, war sie zwischen ihr und mir so abgemacht. Hä? Zum Narren haben sie dich gehalten, du Schafskopf, du. Was? Ein bisschen auf die Schippe genommen hieß es bei uns, nicht? Ich habe Sie auf die Probe gestellt, Herr Stiegelmeier, und Sie haben glänzend bestanden. Ja. So, Gundel, und jetzt bist du wieder dran. Spannst was, Flori? Ja, so langsam geben wir ein Licht ab. Ja. Hoffentlich wird's bald ganz hell bei dir. Na, du wilder Teufel, ha? Bist uns schier auf den Spaß reingefallen. Wenn ich nicht so flink gewesen wäre, hätt's mit Beinen unterschlagen, was? Das hätte mir aufrichtig leid getan, Ingenieur. So, und ich glaube, der Rest ist jetzt Familiensache. Da halten wir jetzt vor uns raus, was? Komm, gehen wir.
Zielmeier, ich war ja auch nicht ganz unbeteiligt an der ganzen Geschichte. Ja, ja, die Hermine hat mich nämlich ausstaffiert in der Kleidung, ja. Ich meine, ich habe mir alles selber zusammengestellt, weil ich habe meinen besonderen Geschmack. Und deshalb braucht sie ja keinen Pfennig für ihr Zimmer bezahlen. Na, ist das ein Geschäft oder nicht? Ja, wa? Großartig! Was sagst du dazu, Daxenberger? Ich habe überhaupt nichts mehr zum Sagen. Geh her, du alter Pazzi. Das siehst, dass anders auch gehen kann, gell? Und dabei hast du mir da so ganz, ganz narrisch gut gefallen. Ja. Komm jetzt, Hendrik, Marsch und Arbeit. Ich helfe dir dabei. Flori, hast du das gehört? Sie hilft mir! Endlich, endlich, endlich! Und was ist jetzt mit uns zwei? Nicht. Warum denn nicht? Ach so. Gens, von den Vogelsamen, möchten Sie nicht ein bisschen an die frische Luft gehen? Ach so, ach Gott, Entschuldigung, dass ich nicht selber drauf gekommen bin, nicht? Aber trotz allem, Herr Stiegelmeier, es war einfach köstlich. Oh, das war aber spitze. Jetzt sind wir allein, Flogi. Ja, endlich allein. Kommst mir vielleicht schon arg fremd in dem Gewand da drin vor. Also im Stallkittel hast du mir schon besser gefallen. Ja, und im Trachtengewand ganz besonders. Und? Wann ist es jetzt mit uns soweit? Ja, ich hab mir halt gedacht, zu Martini, das heißt, wenn es da recht ist. Ja, Flori! Ah, Moment, Moment, Moment. Geh her, mir schmecken die Busserl von dir so auch.